Ist ein Grundeinkommen überhaupt möglich in einer Lobbykratie? Sind die Menschen, die hinter den Hebeln der Macht sitzen, wirklich daran interessiert, Freiheit zu institutionalisieren? Niemand ist so einfach zu erkennen wie ein Lobbyist. Er artikuliert ganz gezielt konzentrierte Interessenlagen. Der hat sogar ein Schild dabei, für wen er spricht. Und die haben den Vorteil gegenüber dem Durchschnittsbürger, der Durchschnittsbürgerin, dass die permanent da sind und mit einem reden. Also es ist nicht so, dass es da irgendwelche Hinterzimmer gibt mit Schalthebeln, wo dann irgendwie Politiker in so Strippen sitzen, sondern auch bei denen ist es das Wort, was da was bewegt. Das Schwierige ist eigentlich, oder das, worüber wir uns Sorgen machen müssen, nicht, dass es Lobbyisten gibt, sondern dass die Politiker nicht genügend Distanz halten. Alle Politiker, die ich kenne, sind total gerne bereit, mit normalen Bürgern mal zu reden. Je mehr man die anspricht, umso mehr sind auch überzeugt. Also im Bundestag sitzen jetzt immerhin 30 Leute, die fürs Grundeinkommen sind. Es ist nicht, dass wir zu wenig Geld hätten, um Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen anständig zu bezahlen. Das ist nicht wahr, sondern wir können das nicht richtig denken. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Mehrheit zu gewinnen, ich nehme jetzt das Beispiel Grundeinkommen, dann wird es es eben nicht geben. Dann müssen die anderen langfristig aber mit einer besseren Lösung auf den Tisch. Wir haben es noch nicht geschafft, in der Grundeinkommensdiskussion die Möglichkeiten in der Breite zu zeigen. Die Mehrheit dieser Gesellschaft ist Mittelschicht. Das heißt, man muss die Mittelschicht überzeugen, dass sie was davon hat. Wie leicht könnte man an der Sozialarbeit aufzeigen, was das dort für Möglichkeiten schafft? Die ganzen Sozialleistungen sollen bestehen bleiben, aber die ersten 1000 Euro... So eine Art Sozialgesetzbuch, Flat Tax, ne? Die werden durch das Grundeinkommen erfüllt. Und wenn dann ich in die bedauerliche Situation komme, dass ich querschnittsgelähmt bin, ja, dann habe ich natürlich höhere Ansprüche, aber die sind nur bedingt. Ne? Wir tun ja so, also mit 16, sagen wir mal im Schnitt, tritt man ins Berufsleben, dass das immer die gleiche Person ist, bis sie 60 ist. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Es gibt unterschiedliche Phasen im Leben und denen könnte man sich dann vielleicht etwas angstfreier zuwenden. Ich nenne das jetzt mal, also so demokratische Lockerungsübungen, finde ich, tun noch Not. Einfach zu sagen, ja, uns geht ja eh die Arbeit aus und deswegen brauchen wir ein Grundeinkommen. Ich glaube, wir brauchen ein Grundeinkommen, weil wir eine menschenwürdige Gesellschaft haben wollen, weil wir menschenwürdige Arbeit haben wollen. Und ich ertappe mich auch manchmal, dass ich zu einem Amt gehe und denke, ich gehe zu meiner Obrigkeit und mittlerweile übe ich mich im Umdenken und sagen, ich habe sie beauftragt, meine Dinge zu regeln. Ich bin der Souverän hier. Wir empfinden uns nicht als souverän, obwohl wir der Souverän sind. Ja, wir brauchen keinen Volksentscheid, um den Druck auf die Politiker auszuüben. Ja, aber das müssen wir auch machen. Nicht die. Wir.